Heute geht's um die Untermalung, denn dies ist ein gutes Mittel zum Vereinfachen. Aber schon der größte Trick zum Vereinfachen fängt beim Material an. Ein viel zu großer Pinsel mit einer feinen Spitze, denn damit kann man alles machen. Dies ist der Yellow Crane Tower in Wuhan. Wenn du das Motiv mitmalen möchtest, kannst du es googeln, du wirst es finden. Heute möchte ich dir den Blick für die einfachen Tricks öffnen. Einer der großen Tricks ist die Untermalung. Die Untermalung erfolgt nur in sehr groben Grundzügen. Dabei werden viele Dinge nur mit einem Strich getan. Beobachte, wie einfach und großflächig ich arbeite. Schau mal, für den Himmel nehme ich mir nur 2-3 Striche und auch für das folgende Wasser. Mit einem Rutsch ist es da und ich mache nicht viel. Auch die Silhouette braucht man sich überhaupt nicht anstrengen, denn sie ist nur verschwommen in der Entfernung. Wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, wirst du feststellen, dass ich einfach so ein bisschen vor mich hin schmuddle. Es entstehen eigentlich nur abwechslungsreiche grüne oder blaue Farbflächen, in denen ich darauf achte, dass hell und dunkel vorhanden ist. Mehr braucht es nicht. Dann fange ich mit dem Hauptmotiv an und jetzt gebe ich mir mehr Mühe. Ich versuche, die Grundform ordentlich und sichtbar herauszuarbeiten und manchmal fange ich auch ein bisschen an zu schlucken, denn um Aufmerksamkeit zu erzeugen, brauche ich sehr starke Wechsel von Licht und Schatten. Und jetzt muss ich auch, sieht man auch, dass ich viel mehr mit dem Pinsel arbeite und immer wieder die Form herausarbeite, aber auch Licht und Schatten. Denn das hier ist unser Hauptmotiv und da brauche ich wirklich auch eine scharfe Form. Schaut mal, alles andere habe ich sehr weich angelegt, aber jetzt beim Hauptmotiv arbeite ich auch mit ganz dunklen Farben. Noch einmal spannend. Bis jetzt habe ich nur ganz weich Vegetation angedeutet, manchmal auch ein bisschen gesprüht, mal hell und dunkel gemalt. Aber nun geht es in die Stadt. Hier stehen Hunderte von Häusern, nein Tausende, und ich kann nicht jedes einzelne malen. Deswegen halte ich es sehr einfach. Für die Schatten male ich dunkle Rechtecke. Ein paar Linien deute ich perspektivisch an. Das sind die Fensterreihen der Hochhäuser. Und jede Schattenseite eines Hauses wird ein dunkles Parallelogramm. Mehr mache ich nicht. Und auch auf der anderen Seite werde ich nur andeuten. Ganz zum Schluss greife ich noch einmal zu meinem Pinselstift. Vielleicht auch noch mal zur Dunkelheit. Natürlich ist das Bild an manchen Stellen vielleicht noch langweilig. Vielleicht muss ich auch noch ein paar Signalfarben setzen. Aber ab jetzt arbeite ich mit der Goldwaage. Hier ist der Punkt erreicht, wo man ein Bild ganz schnell übermalen kann. Was du dir an diesem Punkt merken solltest, schütze die Untermalung. Male nicht alles zu. Wirst du feststellen, dass die Vereinfachung die Leichtigkeit bringt.
Falls du noch mehr Hintergrundmaterial brauchst, das findest du jede Woche, jeden Donnerstag neu im Blog. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und falls du etwas in die Kaffeekasse werfen möchtest, diesen Knopf findest du auch im Blog. Ich danke dir herzlich und freue mich auf ein Wiedersehen.